Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. Immer noch in der Mission Phoenix. Und diesmal mit dem zweiten Teil oder dem nächsten Teil, wie auch immer. Jedenfalls sind wir jetzt hier am Bahnhof in Hamburg und müssen töten. Oh mein Gott, sie rufen um Hilfe. Na komm auch. Na komm hoch, Kumpel, komm. Lässt es halt. Komm ich halt zu euch. Ach, er war so halbtot, deswegen kam er nicht hoch. Ja, na gut, dann sei es dir verziehen, Kumpel. Nee, du bist ja der Feind, du bist ja nicht der Kumpel. Bist du Mate oder bist du... Ah! Scharfschütze? Wo? Oh, da oben. Okay. Hey. Granate. Das blinde Feuer finde ich mit so einem LMG eigentlich ganz nice, muss ich mal sagen. Okay. Nehme ich. Ich muss ja nachladen. Hey, hat nach! So, den looten wir direkt mal. Hallo? Danke. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Das muss er sein. Ach, wie kommt ihr noch drauf? Jackson, die Tür! Wait, Jackson. Lucas Rix. Okay. Hier liegt auf jeden Fall was auf dem Tisch. Hallo. Phoenix, wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also worauf warten wir? Zeit für die schweren Geräte. Schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt? Ja und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phoenix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine, dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei, geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Webb, Novak, ihr kommt mit mir. Wir nehmen das Boot ein. Okay. Gehen wir. Kriegst du nicht alleine hin, nee. Hm.
Na gut. Wie geht also hier runter? Das geht nach unten ab, Junge. 507 Gegner. Ja, ich bin auf dem Weg. Ach, da oben! Ach, Bruder, komm. Mach doch nicht diesen. Ja, wahrscheinlich. Wo bin ich? Wow, mit 4 Schuss. Na gut, schon nicht verkehrt das Ding, aber könnte auch besser sein. Ach komm. Das müssten ja gleich die Dudes da oben kommen, genau. Ach, genau. Drei Kugeln für die Sniper. Wow. Das lohnt sich ja schon fast. Schnell, das U-Boot lenkt sonst ab. Ja, ich bin auf dem Weg. Ach, er lebt wieder. Aber es ist ganz cool, dass ich auch mal hinlege und nicht einfach nur stumpf rumstehe, sozusagen. Ach, okay. Also, ihr habt einen Plan, wo wir hin müssen, ja, Jungs? Anscheinend nicht. Ah! Ja, immer durchrennt so, ja, scheiß drauf. Ja, haben sie gemacht. Das Deckung. Gehen an Bord. Viel Glück, Leute. Ich suche uns einen Weg hier raus. Da ist die Luke. Jetzt gilt es. Ob ich die Waffe in einem U-Boot brauche? Richard, wir Brückendeckung. Nova, du gehst voran. Lässt ein bisschen. Suchen wir die Kiste und verschwinden. Und abwärts. Wow. Um, mach jetzt so.
Das habe ich nicht kommen sehen. Hi. Bist du mich mal bitte hier? Du bist okay? Du, ja. Das muss das Kommandozentrum sein. Machen wir die Luke auf. Ja, dann lass mich doch mal durch. Werf eine Granate! Erledigt! Du kannst hier nicht stehen. Schön. Bewegst du dich mal bitte, Kollege. Alter. Da ist die Kiste. Novak, du bist der Safe-Knacker. Wärst du so freundlich? Was, ich? Arthur, die Sirenen sind aus. Das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Ach, wahrscheinlich. Granate, Arthur! Novak! Novak! Super! Danke dafür! Wo bin ich? Wo mich? Ah, okay. Mit dem Stuhl. Kommt doch mit dem Stuhl. Pretunculus. Pretunculus. Australien. Und auch du. Na, du. Nein, wie köstlich. Du hältst sie für britisch. Ein Cambridge-Mann durch und durch. Es ist wirklich stillos, die Stimmung zu ruinieren. Beethovens Sonate Nummer 4 ist exquisit. Sie verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Nicht wie du. Darf der Neger etwa auch Befehle geben? Und ihr befolgt sie dann? Du weißt, wie es ist, von einem Schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er hat Sinn für Humor! Bitte, fahr fort. Ist Rheinländer. Vermutlich aus Neustadt? Während der Besatzung waren Franzosen, die aussahen wie ich, mit Waffen in deinen Straßen. Euren Frauen. Das höre ich, wenn ihr euch unterhaltet. Charmant. Wir haben euch geschlagen. Hörst du die Bomben? Wir schlagen euch wieder. Schlagen. Schlagen. Eine interessante Wortwahl. Wie ich schon sagte, jetzt tu es schon. Ja, das möchtest du. Dich selbst opfern, damit du ein Held bist. Warum ich? Von euch Göttern zu geben, was ihr wollt. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der ist tot. Also ich, also der Charakter. Und der den Rest in den Laster.
Leute sterben. Ja, okay, er ist tot. Leute sterben, wenn das Kommando Mist baut. Wie zum Teufel ist das Arthurs Schuld? Das geht auf ihn. Und Wade. Der Bastard lässt sein Team setzen. Du hast recht mit Wade. Wenn der sich blicken lässt, bringe ich ihn selbst um. Oh ja, beschuldigen wir einander statt die Deutschen. Наше эго сегодня сильнее пострадало. Soll mich das etwa beeindrucken? Ganz ruhig. Ist doch egal. Friesinger tötet uns sowieso alle. Friesinger? Der Nazi. Der Mörder von Novak. Ist wohl ein Freund von dir. Wir kennen uns. Oh ja? Wer genau kennt? Friesinger! Arthur bringt uns hier raus. Wie? Weil er dein Kumpel ist? War er nicht immer. Aber ich sah ihn in Aktion. Man verliert Männer. So ist der Krieg. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Wenn du führen willst, musst du lernen, wie es ist, Männer zu verlieren. Dass sie im Vertrauen auf dich sterben. Es gibt nur einen Weg, diese Lektion zu lernen. Mein erstes Mal war am D-Day. Alle mal herhören! Wir müssen unser Ziel bis zum Morgengrauen erfüllen! Und es scheint, als wissen die Krautfresser, dass wir kommen. Wir haben nur eine Chance, die Küstenartillerie zu demolieren. Wenn wir versagen, scheitert die Invasion morgen. Ich habe euch hierfür ausgebildet. Lasst euch von der Navy nicht vorführen! Erobert die Kasematten! Sprengt die Artillerie! Und zeigt mit Leuchtsignalen an, dass ihr fertig seid! Okay, jetzt geht es. Wir kennen das ja. Aufstehen! Einklicken! Bereit halten! Wir sehen uns an! So, Freunde, und da es jetzt losgeht mit Operation Tonga oder wie sie heißt, ich habe nicht noch hingeguckt. Da steht ja auch noch so gut. War es das für dieses Mal und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin.